Hallo und herzlich willkommen zu meinem Video. Heute geht es um das Thema Futtermittel, und zwar gesunde Futtermittel für meine Mehlwurmzucht. Was macht Sinn? Was sollte man eher vermeiden? Ja, ich hoffe, ihr könnt sehr viel daraus mitnehmen. Ich gehe natürlich jetzt nur auf die wichtigsten Futtermittel ein. Es ist natürlich sehr, sehr viel mehr möglich, aber dazu gerne noch später. Viel Spaß! So, ich starte mal, ich zeige euch wieder ein Dokument. Da seht ihr eine Liste mit allen Futtermitteln, die ich für euch zusammengetragen habe. Oben die Futtermittel, die möglich sind und auch gut sind, und unten bitte Futtermittel, die nicht so gut sind, die man meiden sollte. Wir haben sehr viele Futtermittelexperimente gemacht. Sehr, sehr vieles fressen Mehlwürmer, wenn sie nichts anderes haben, dann sowieso. Also um das Beeindruckendste kurz zu erwähnen, sie fressen auch Styropor, wenn sie nichts anderes haben, das leicht befeuchtet wurde. Allerdings ist man sich nicht sicher, was davon wirklich verdaut wird oder verwertet wird. Es ist so, dass ich ein Experiment gemacht habe, da schicke ich euch oder zeige ich euch jetzt gleich Fotos, und zwar wo wirklich nur Styropor in einem kleinen Becher war, mit Wasser besprüht über Wochen. Die Larven sind gewachsen, haben sich verpuppt, sind zu Käfern geworden und haben auch wieder Nachzucht produziert. Rein nur auf diesem Styropor mit Wasser befeuchtet. Der Kot dieser Insekten, der war weiß-gräulich. Also man hat schon gesehen, da ist was wieder mit rausgekommen. Aber es ist mittlerweile auch klar, warum oder was da passiert. Und zwar haben diese Larven Bakterien in ihrem Darm. Es sind nicht alle Larven, können das, sondern nur bestimmte Art. So bestimmte Art, Mehlwurm, bestimmte genetische Veranlagung muss vorhanden sein, beziehungsweise diese Bakterien im Darm, dann können die diese Sachen abbauen oder zumindest so weit umwandeln, dass sie daraus noch weiter leben können. Ja, genau das ist da passiert. Das heißt, man hat eben diese Bakterien haben im Prinzip für diese Larven auch ja, das Überleben gesichert. Ja. Das ist natürlich nur ein Versuch gewesen, also kein Standard, und es ist auch nicht wirklich in der Masse umsetzbar, um zum Beispiel Plastik oder solche Sachen aus Styropor abzubauen. Wäre natürlich interessant, wenn man das könnte, aber es ist nicht Tatsache nicht möglich, umsetzbar. Noch nicht, vielleicht kann man diese Bakterien nutzen, das wird auch teilweise schon genutzt, um Meere aufzureinigen, aber mit den Mehlwürmern ist natürlich nicht gedacht. So, um wieder zum Futtermittel zurückzukommen, also ich habe euch jetzt eine herkömmliche Liste gemacht. Es gibt einerseits eben diese Weizenkleie, es gibt Haferflocken, das sind so die üblichen. Man kann auch Weizenkleie frei füttern, dann kann man auch glutenfrei werden. Das ist ein bisschen schwieriger, man darf nicht verwechseln, dass man immer sagt, man füttert jetzt kein Gluten, dass es dann glutenfrei ist. Das ist ein bisschen ein Druckschluss, denn um es wirklich so nennen zu dürfen, muss es auch zertifiziert sein, und dafür muss nicht nur das Futter frei sein von Gluten, sondern eben auch alle Arbeitsmittel, alle Arbeitsflächen. Man darf auch nicht, wenn man zwei Chargen macht, dieselben Arbeitsmaterialien verwenden. Also es muss wirklich getrennt voneinander sein. Das Ganze muss bestätigt werden mit Abstriche, Abklatsch muss gemacht werden. Gibt es eigene Testverfahren und Protokolle, wie das genau gehandhabt werden muss. Und das muss dann noch kontrolliert und zertifiziert werden. Erst dann darf man das tragen. Ansonsten kann man abgestraft werden. Also achtet darauf, dass ihr das nicht tut, dass ihr nicht sagt, ich füttere nicht glutenfrei, also ich füttere kein Gluten, deswegen ist es glutenfrei. Das ist es leider nicht. Ja. Auch wenn man sagt, man füttert zuerst glutenhaltige Futtermittel und dann fastet man, ist es auch nicht glutenfrei. Denn kleine Restbestandteile sind vorhanden, und diese kleinen Restbestandteile können bei sehr sensitiven Menschen wirkliche Reaktionen auslösen. Und sobald so eine Reaktion auftritt, hat man ein Problem, wenn man es vorher glutenfrei nennt. Also deswegen sollte man die Finger davon lassen. Ja, um zur Liste zurückzukommen, ich zeige euch die kurz. Wie gesagt, die üblichen Kandidaten der Futtermittel sind Weizenkleie und Haferflocken. Meistens funktioniert das ganz gut, auf dem zu züchten. Für, ich sage jetzt einmal, langjährige Zuchtpraxis sollte man noch weitere Sachen hinzufügen. Wichtig sind vor allem Vitamine und Mineralstoffe. Wenn man regelmäßig Feuchtfutter hinzugibt, kann man das auch sehr gut abgleichen. Also man kann dann auch Karotten zum Beispiel schaben, Äpfelschaben dazugeben. Wenn man sie schabt oder auch mit dem Trockenfutter noch einmal vermalt und vermanscht, dann werden auch die Schalen mitgefressen, ansonsten hat man immer wieder Überreste. Also je kleiner man es vorher bringt, desto mehr man es smoothet, auch die Schale, desto wahrscheinlicher ist, dass da nichts übrig bleibt, und hat man auch später bei der Sieberei wenig Probleme. Wer lieber eine ganze Karotte reinlegt oder einen ganzen Apfel oder eine Apfelscheibe, soll das auch bitte machen, allerdings werden da immer irgendwelche Reste übrig bleiben.
wenn nicht die große Masse vorhanden ist. Da muss man halt diese Reste am nächsten Tag auch wieder entfernen. Das ist so das Wichtigste. Man kann auch Hundefutter gemahlt dazugeben, das wird auch gern genommen. Man kann als Proteinquelle auch Milchpulver oder Bierhefe dazugeben. Ich persönlich verwende maximal Bierhefe. Es gibt auch Kaffeesatz, da sollte man allerdings nicht mehr als 10% hinzufügen, auch 10% ist schon sehr viel. Dann hat es so eine bisschen eine Boosterwirkung, allerdings ist das überschaubar wenig. Das heißt, man kann auch darauf gern verzichten. Hat man einen frischen Kaffeesatz, dann kann man ihn gerne dazugeben, auch wenn er noch feucht ist, kann man ihn untermischen etwas und dann ist das Ganze natürlich auch eine Feuchtigkeitszugabe, das ist natürlich interessanter. Trockene Semmel und trockenes Brot, Achtung, das ist immer dazu zu sagen, wenn man das anfeuchtet, Schimmelgefahr, es soll natürlich schimmelfrei sein, das ist ein wichtiger Faktor, Insekten reagieren stark auf Schimmel, möchten wir eigentlich nicht. Was noch der Fall ist, es wird unter den Semmeln dann keine Eier gelegt, dafür dann gerneweise in den Semmeln rein. Es werden unter den Semmeln keine Eier gelegt, dafür dann gerne in die Semmeln rein oder ins Brot rein, die Löcher in die Poren. Da ist dann wichtig, wenn der nächste Käfer dann kommt und wieder frisst, dann frisst er auch die Eier mit. Deswegen sollte man auch überlegen, ob man das wirklich möchte. Wenn man wirklich eine ertragreiche Zucht haben will, sollte man auch diese Semmeln und dieses Brot, wenn man das füttern möchte, zermahlen, dass es wirklich fein hinzugegeben wird. Und dann muss man wieder darauf achten, dass man das dann nur den großen Larven gibt und den kleinen Babylarven wirklich nur ganz weiches, feines Weizenkleid, vielleicht Mischung mit etwas leichtes Futtermittel, denn durch die Schwere des Futtermittels kann man leichter mal Larven erdrücken. Deswegen auch schauen, Babylarven eher fein füttern, vorsichtig füttern und dann je größer sie werden, kann man auch größeres anbieten. Ist dann kein Problem mehr. Nur auf Semmelbrösel zu füttern, hat man auch wieder den Nachteil, dass sie schlecht aufnehmen, schlecht verwerten und da es so fest und so klumpig ist, tun sie sich einfach schwer mit der ganzen Bewegung in dem Ganzen. Ja, was ist sonst noch wichtig? Verbrauchtes Getreide, zermahlen mit Schale, muss man aufpassen, Schalen verwerten sie nicht. Wenn es fein genug ist, wie gesagt, funktioniert das auch ganz gut. Beim Feuchtfutter muss man auch darauf achten, dass es sauber ist, also Erde entfernen, wenn möglich, auch parasitenfrei natürlich. Wenn Schimmel oder schon sehr matschige Stellen sind, die sollte man auch vermeiden. Und ein Tipp von meiner Seite, wenn etwas schon matschig ist, wie ein Apfel oder ein Pfirsich, kann man es noch geben. Allerdings entfernt man Kerngehäuse natürlich, also Kerne generell, oder Stängel. Man mußt es fein und dann mischt man es mit etwas zusammen, wie zum Beispiel mit Weizenkleie oder mit Haferflocken, die sollten dann auch ein bisschen feiner sein, bis es so eine leicht angetrocknete Masse wird. Und die verwenden die Mehlwürmer dann sehr, sehr gerne. Das heißt, dieses Futter wird dann gerne gefressen, wenn es nicht zu feucht ist und schön bröselig ist. Ja, was das Feuchtfutter angeht, ist eure Fantasie sehr grenzenlos, würde ich sagen. Wichtig dabei natürlich nur Gemüse und Obst. Zu saftig kann man immer, wie gesagt, behelfen mit einem Trockenfutter, das dazu gemixt wird. Was nicht funktioniert, sind Zwiebeln und Knoblauch. Ihr könnt es gerne versuchen, vielleicht gibt es eine Methode, da es einfach auch giftig ist. Also die Inhaltsstoffe sind in einer gewissen Menge auch giftig, werden auch gemieden. Bananenschalen werden gern angefressen, werden aber auch nicht fertig gefressen. Bei Obst und Gemüse ist die wichtigste Regel, es darf nicht gespritzt sein. Also Mehlwürmer können auch daran sterben, wenn es gespritzt ist. Hoppala. Mehlwürmer können auch daran sterben, wenn es gespritzt ist. Spritzmittel ist gegen Insekten, also was erwartet man sich? Gell? Das heißt, in dem Fall muss man wirklich schauen, dass man einfach biologisches Gemüse und Obst verfüttert oder eben auch einfach weiß, woher es kommt. Bei Kartoffeln, Achtung, bei Kartoffeln, die sind fast immer gespritzt. Da muss man aufpassen, man kann auch immer testweise eine kleine Menge geben, ansonsten sind Kartoffeln dadurch, dass sie unter der Erde sind, meistens auch noch mit Mikroorganismen nachbehandelt, dass die Schadstoffe abgebaut werden, dann funktioniert das meistens auch sehr gut. Und viele der Kartoffeln sind nur gegen diesen Wurm quasi behandelt, das ist dann auch kein Insekt und ist meistens auch etwas anders behandelt und damit dann auch meistens kein Problem. Dieser Bratwurm heißt er und von dem her muss man einfach aufpassen, woher kommt auch das Obst und Gemüse. Idealerweise weiß man es einfach und dann hat man kein Problem. Ansonsten sollte man lieber die Finger lassen oder in einer kleinen Menge zuerst testen, bevor man in die große Menge geht.
Was sollte man nicht verfüttern generell? Also abgesehen vom gespritzten Obst und Gemüse sollte man natürlich keinen Schimmel verfüttern. Was sie noch nicht mögen, Zwiebel und Knoblauch, habe ich schon gesagt. Auberginen mögen sie nicht besonders gern. Blätter von Bäumen fressen sie auch äußerst selten. Sie fressen es schon in der Not, aber so, dass man sagt, sie haben jetzt auch Freude damit, das ist es bisher nie gewesen. Vielleicht gibt es Blätter, die sie gern fressen. Weinreben zum Beispiel, habe ich schon mal gehört, werden gern angenommen, aber wie gesagt, meiner Erfahrung nach nicht. War auch nicht sinnvoll. Auch Gras ist so ein Thema, das gebe ich gern Heuschrecken, aber keine Mehlwürmer. Ja, bevor man die Finger lassen sollte, sind Eier, Fisch und Fleisch. Also Eier können natürlich Salmonellen übertragen, das ist nie gut. Fisch und Fleisch können auch alles übertragen, von Salmonellen angefangen über andere Bakterien. Daher würde ich, wenn ich sie, egal wen verfütter, ob Tiere oder Menschen, würde ich diese Futtermittel einfach nicht geben und es ist auch nicht erlaubt. Also ihr könnt es natürlich als Futterexperiment machen immer wieder welche, aber es ist nicht erlaubt und es soll auch nicht gefüttert werden. Holz ist das gleiche, Holz kann als Strukturelement verwendet werden, wird aber im Normalfall nicht gefressen. Ja, ich hoffe, es hat euch was gebracht. Die Liste werde ich euch dann zur Verfügung stellen. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche und ich freue mich schon, wenn ihr beim nächsten Video mit dabei seid.